Herzlich willkommen in Friedrichroda an der Bob- und Rodelbahn am Spießberg. Sie ist mal vereist seit dieser Woche. Es sind minus 12 Grad, keine Ahnung, richtig kalt, aber schönes Wetter. Und ich werde einfach mal jetzt nach über 30 Jahren, als Kind mit 10 Jahren bin ich glaube ich hier das letzte Mal gerodelt, werde ich jetzt einfach mal mit einem guten Steherschlitten die vereiste oder verschneite, ja, Eis mit Schnee vermischt, Bobbahn, Rodelbahn hinunterdüsen. Es sind viele Huckel drin, es ist halt natürlich keine Kunsteisrodelbahn, sondern eine Natureisrodelbahn. Ja, und ich probiere das jetzt einfach mal. Weil ich denke, das passiert hier nicht so oft. Alles da, viel Spaß. So, das ist die lange Gerade hinter mir von der Spießbergbahn. Natürlich muss man hier den Schlitten, da liegt er, noch tragen. Hier gibt es keine Straßen, keinen Auftransport. Hier wird wirklich noch getragen. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt oben am Wassereck, die erste Kurve vor der Gerade oder die letzte Kurve, so kann man es auch sehen. Leider liegt hier ein Baum in der Kurve, den kann ich jetzt nicht so wegräumen, aber es ist auch nur ab hier vereist. Ich drehe mich mal kurz um, dass man mal die Strecke kurz noch sieht. Das ist die lange Gerade, 250 Meter lang, und die werde ich jetzt befahren von dem kleinen Stadtbock aus, hier wo mein Schlitten steht. Geht's dann hinunter. Das ist Natur pur im Wald. Kleines Resümee meines Erlebnisses auf der Bob- und Rodelbahn am Spießberg in Friedrichroda. Vielen Dank auch nochmal an die Stadt Friedrichroda, an die Feuerwehr für das Bereitstellen des Tanklastzugs für das Wasser zum Vereisen, sowie an den BRC05 Friedrichroda für das Engagement, die Spießbergbahn mal wieder zu vereisen. Es war ein tolles Erlebnis. Daumen hoch!